Hallo bei Wuselgusel. Heute habe ich eine kleine Überraschung für Wusel zu unserem Thema unter der Erde. Das ist doch keine Überraschung. Das wusste ich. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass das unser Thema ist. Hier, guck. Da steht Wunder der Pferde. Oh, hoppla. Auf jeden Fall war ich letztens auf dem Flohmarkt und da habe ich dir ein kleines Geschenk gekauft. Oh, ein Geschenk für mich? Oh, Simon, du bist echt der beste Freund, den man haben kann. Ja. Ein Stein? Ja. Das ist doch kein Geschenk, das ist ein Stein. Das ist doch nicht irgendein Stein, das ist abgekühlte Lava. Das heißt, dieser Stein kommt aus dem Inneren eines echten Vulkans. Oh, toll! Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist aber ganz schön leicht. Viel zu leicht für seine Größe. Ich werde ihn mit meiner Wuselwaage 3001 wiegen. Die kann nicht nur Wusels wiegen, sondern auch alles andere. Also eine ganz normale Waage. Wie du meinst. So, mal da rein. Was? Dieser Stein, der soll nur 100 Gramm wiegen? Ist doch viel zu leicht für so einen Stein. Vielleicht ist er ja von innen hohl. Das werden wir doch gleich mal überprüfen. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Notiz. Ja, eine Notiz in Lava? Das ist total geheimnisvoll. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Jawohl, auf zum nächsten Vulkan! Oder wir lesen einfach die Notiz. Ja, das ist auch eine gute Idee. Jeden Tag bewegen wir uns über Straßen aus Asphalt oder Stein oder über Wege aus Sand und Kies. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was sich unter euren Füßen befindet? In einem, 100, 1000 oder sogar über 5000 Kilometern Tiefe? Die Erde teilt sich in verschiedene Schichten auf. Als oberstes kommt die Erdkruste. Sie ist die äußere, feste Hülle unseres Planeten und zwischen 6 und 50 Kilometer dick. Obendrauf befindet sich eine Schicht aus Erde und Sand, der Boden. Hier ist alles voller Wurzeln und Tiere haben sich Höhlen gebaut. Darunter beginnt der Teil der Erdkruste, der aus festem Gestein besteht. Natürlich haben die Menschen versucht, möglichst weit in die Erdkruste vorzudringen. Das tiefste gebohrte Loch liegt in Russland und reicht über 12 Kilometer unter die Erde. Damit haben wir aber nicht mal die Hälfte der Erdkruste geschafft. Noch tiefer zu bohren ist technisch so extrem aufwendig, dass es bisher noch niemand versucht hat. Die Schicht unter der Erdkruste ist der Erdmantel. Er ist fast 3000 Kilometer dick. Hier herrscht ein so starker Druck auf das Gestein, dass es beginnt, flüssig zu werden. Dadurch entstehen Bewegungen. Das heiße, flüssige Gestein steigt nach oben, kühlt sich ab und sinkt wieder nach unten. Doch manchmal dringt heißes Gestein aus dem Erdmantel bis an die Erdoberfläche. Es entstehen Vulkane. Wir stoßen im Erdmantel immer tiefer vor und es wird immer heißer. Schließlich erreichen wir den Erdkern. Flüssige Metalle schwappen hin und her. Der Erdkern ist kugelförmig, besteht aus Metall, vor allem Eisen, und misst etwa 7000 Kilometer im Durchmesser. Und er dreht sich. Aber Wissenschaftler vermuten, dass er etwas langsamer ist als die Drehung der Erde selbst. Wirklich überprüfen lässt sich das wohl nicht. Denn eines werden wir Menschen wohl nie schaffen: zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Jetzt Wuselgusel kostenlos auf YouTube abonnieren und kein Video mehr verpassen. Jetzt abonnieren. So, fertig mit dem Video. Aber hier geht's natürlich noch weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt ein neues Video aussuchen. Aber entscheidet euch bitte schnell. Ich habe nämlich vorhin etwas zu viel Limo getrunken und müsste dringend mal wohin. Los, kommt, entscheidet euch. Los, entscheidet euch bitte. Ich muss jetzt mal wohin.